Das ist das Gerät, was wir früher hatten. Und da ist auch noch ein richtig schöner alter Film. Ja, es war die Wahrheit, so war ich hier stehe. Und nichts als die Wahrheit? Nichts als die Wahrheit. Ich nehme jetzt erstmal das Haus. Ja gut, aber jetzt sollt ihr unsere noch bezahlen. Einmal von außen das auf. Ist doch egal, oder? Wir zahlen dann jetzt einfach mehr. Ja. Ja. Machen die quasi. So, mehr dürfen wir nicht aufziehen, weil mit unserem Mitarbeiter, ja, der sehr schwer am Arbeiten ist. Aber hier merkt man sofort wieder, wenn man dran zoomt, wie unruhig das wird. Ja, dann geht das Ganze nur auf dem Ständer. Ja. Absolut, absolut. Ja. Die Oldenburger Grenzen. Es ist nie zu spät, einen guten Film abzuliefern. Wir haben noch 30 Sekunden. Unten bis Münster, oben bis. Und wann ist er vor? Nee, der Hamburg. Nein. Hinter seinem Barke, damals damals vor Sterilisierung der Zwangsarbeit der Sinti und Roma in der stattgefunden. Mhm. Die Barke ist der historische Barke. Und jetzt spielt seit einiger Zeit die Theaterlaboratorium. Und September wird leer. Die haben neue Räumlichkeiten und jetzt haben 3800 Gruppen haben sich beworben. Die Stadtverwaltung will dort Stadtgalerie oder was weiß ich, Geier. Und wir als Initiative wollen auch teilhaben aus diesem Stück Kuchen. Wir mischen uns gerne ein in die kulturpolitische Diskussion. Dann haben wir uns auch natürlich angemeldet und dann werden wir dort unsere, ja, praktisch so, was wir vorhaben, vorstellen und diskutieren. Ich nehme gerade auf das alte Foto von Fry Saloon. Ja, das nützt euch jetzt nicht mehr. Das sind die bewegten Bilder, die wollen wir immer haben. Außerdem ist das jetzt egal. Da sind noch zwei neue Opfer. Egal, ist auf 80. So. Die Reste des Essens. Okay, jetzt haben wir irgendwie. Wir sind drin, aber was machen wir dann? Hier kommen wir in den Arbeitsraum. Mit unseren 6 Arbeitsplätzen. So, Mikrofon ist doch drin. Wir nehmen doch den Ton mit auf. Ja, aber unabhängig von dem haben wir nichts. Soll ich mal. Achso, zur Nachvertonung? Genau. Ja. Soll ich mal versuchsweise hier ein Ding hoch machen? Etwas mehr Licht. Genau. Und man sieht. Oh, sag mal, das ist aber ein bisschen ruhig. Das ist nur für längere. Ich bin ja schon eigentlich. Nicht für größere, nur für länger. Ich bin ja eigentlich schon relativ lang. Deswegen komme ich hier überhaupt noch. Aber es erhält sich. Ist das besser vom Licht her? Ja. Also zum Filmen auf jeden Fall. Ja, eben, ja. Das Foto, ja. Wobei, jetzt geht's gegen Licht. Ich habe den besseren Standpunkt. Auf jeden Fall. Ist total leicht. Die ist echt schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass man also hier auf diese Bänder zurückgreifen sollte. Ne? Ich habe also schon mal geguckt, da gibt es auch welche mit einer Festplatte, so eine 60 GB Festplatte. Man hat ja gesagt, dass das also nicht so gut ist. Man sollte sich eine mit Band greifen. Hier ist ein altes Plakat. Wirklich mit Hans Albers,
im Walle-Lichtspielhaus die Sensation. Und es war am 22. März 1958. Übergänge drin sind Titel, Overlay-Titel oder Titel, die unterlegte Musik können wir bearbeiten und einfügen und zum Schluss einen Abspann erstellen. Ja, so, jetzt haben wir Pause gemacht, Abspann erstellen. Und wenn wir das alles haben, sind wir glücklich und zufrieden und gehen für heute nach Hause. Denke ich mal. Und du bist dir sicher, dass wir es haben werden? Nein. Aber das muss man halt ausprobieren. Siehst du? Das ist jetzt, wenn sich zwei fotografieren, ist echt spannend, ne? Zwei auf Kollisionskurs. Guck mal. Na ja, gut. Das ist aber das andere. Keine Kollision mehr. Keine Kollision. Du bist das Arbeiterdenkmal. Amen. Na, ja, hier, dieses hier ist doch wirklich prima. Es kommt ja erst nochmal, November. Ob wir da auch mitmachen können, ich weiß es nicht. Ja, ich mache jetzt langsam, aber... Das ist nett, dass du rüber gehst und wenn der Film dann fertig ist, dann kommt er... Genau, in die Tonne.